ja, Entschuldigung, wenn ich eine Tautologie verwende, das ist auch ein Narrativ, einfacher. Um das beides mal aufzunehmen, auch die Frage von Herrn Schmude. Herr Schmude fragt im Grunde genommen, warum hat der Pressekodex das so festgelegt, dass die Nationalität von Straftätern zum Beispiel nicht genannt wird? Und jemand anders äußert die Vermutung, das liegt daran, dass die alle aus einer Szene kommen. Das sind Kleinbürger, Linksliberale, die es auf dem Studienplatz geschafft haben und Journalist werden und sich dann alle verabreden. Was ist denn eigentlich der Grund? Oder Herr Schmude, was glauben Sie denn, was der Grund ist, warum die Presse, sagen wir mal die Leitmedien, das alle so machen? Glauben Sie auch, dass Sie sich verabreden oder an was glauben Sie? Ich wollte noch gar nicht auf diesen Pressekodex hinaus, denn ich vermute, dass es auch ohne diesen Pressekodex bei vielen Themen sehr ähnlich wäre. Warum vermuten Sie das? Es ist einfach so, dass es schon so ist, dass in unserem Land es einen linken Mainstream gibt. Dieser Mainstream, der war 1960, 1970 vielleicht mal rechts. Und damals war es dem Bayerischen Rundfunk und der Springerpresse nicht möglich zuzugeben, dass sich unter den Honoratioren damals auch alte Nazis befunden haben. Das hat niemand thematisiert, niemand hat es zugegeben. Und das hat es der Studentenbewegung leicht gemacht, den Vorwurf Lügenpresse zu verwenden. Und heute gibt es... Herr Schmude, Sie doch mal unterbrechen. Ja, das ist jetzt aber sehr ungünstig, weil ich... schon aktiv gelebt und habe Journalismus aktiv betrieben. Weil ich jetzt den Gedanken gerade erst begonnen habe. Seien Sie nicht böse, möchte ich mich nicht befassen. Wir haben in Deutschland wirklich, also gerade in den 50er, 60er, 70er Jahren, so eine freie Presse gehabt, wie wir sie nie zuvor gehabt haben. Und da ist nirgendwo und zu keinem Zeitpunkt sozusagen bewusst politisch agitiert worden. Ich komme auf Ihre Eingangsfrage zurück mit einem Satz, Frau Bayer, wenn ich das darf. Ihre Anmerkung, warum wird nicht berichtet, dass, wie Sie sagen, 75% der Flüchtlinge, in Anführungszeichen, aus Europa kommen. Erste Anmerkung, heute im Bayerischen Rundfunk, Inforadio, ist lange darüber berichtet worden. Also es ist, die These, es werde nicht darüber berichtet, ist falsch. Nee, das war auch nicht mein Vorwurf. Mein Vorwurf war die unexakte Verwendung des Begriffs Flüchtlinge. Und das machen wirklich alle. Zweitens, Ihr Satz, es seien 75%, die nicht aus Europa, die aus Europa kämen, ist zumindest nach diesem Bericht im Bayerischen Rundfunk auch falsch. Ich habe auch nicht gesagt, dass die 75% nicht aus Europa kommen. Ich habe gesagt, die 75% erhalten keinen Duldungsstatus am Ende des Asylverfahrens. Ich habe das eben anders gehört. 1% werden anerkannt nach dem Asylrecht, 24 weitere Prozent erhalten eine Duldung, 75% erhalten gar nichts. Nach dem Bayerischen Zum Beispiel, weil sie aus sicheren Herkunftsländern kommen. Ja. Da geht es los mit der Information. Ja. Aber interessant ist doch, dass beide das aus den Medien wissen. Ja, das ist doch ein interessanter Hinweis. Moment einmal, die 24,7% habe ich nicht aus den Medien. Die habe ich von der Homepage des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Ist das kein Medium? Das ist ein Bundesamt. Das ist dem Innenminister unterstellt, dem Bundesinnenminister, dem Schäuble. Das ist ein Regierungsorgan, kein Medium. Aber die Homepages von Ministerien sind vielleicht auch, das sind Pressestellen, würde ich jetzt nicht als Medien bezeichnen. Herr Ude möchte. Also ich glaube, dass Herr Schmude weit über dem Niveau von Pegida argumentiert, weil er zwei konkrete und tatsächlich diskussionswürdige Einzelbeispiele nennt. Das Problem bei Pegida-Demonstrationen am Rande oder Leserbriefen, namentlich oder anonym, ist doch, dass es ein pauschaler Vorwurf ist, der öffentlich-rechtliche Sender genauso trifft wie konservative oder liberale Medien und ein Pauschalurteil über die gesamte bundesdeutsche Medienlandschaft fällt. Über Ihre zwei Punkte kann man diskutieren, allerdings muss man dann auch zugeben, wie kompliziert es ist. Das Erste ist, es gibt ja nicht nur Flüchtlinge oder Leute, die sich den Aufenthalt rechtswidrig erschleichen, sondern es gibt, wie wir gerade in der Tabelle des Bundesamtes sehen, Asylbewerber, die vielleicht asylberechtigt sind oder nicht. Bei denen, die es nicht sind, gibt es aber auch Bürgerkriegsflüchtlinge, die ein Bleiberecht aus humanitären Gründen haben. Oder es gibt Personen, die ein dauerhaftes Abschiebungshindernis vorweisen können, sodass die These,
jeder, der nicht anerkannt wird, hat sich den Aufenthalt hier erschlichen und muss zurück, schlichtweg falsch ist. Dann müssten Sie tatsächlich in jeder Nachrichtensendung von Flüchtlingen oder Asylbewerbern, was nicht identisch ist, sondern sich decken kann, oder Migranten, Arbeits- oder Sozialhilfe, Migranten mit oder ohne Abschiebungshindernis sagen. Und das heißt, Sie kommen in eine ausländerrechtliche Vorlesung, wo Sie in Wahrheit eine Kurznachricht übermitteln wollen. Und beim anderen Thema, da neige ich eher dazu, Ihnen Recht zu geben, und zwar wegen der Auswirkungen. Ich kann mich an die Erstehungsgeschichte ganz plastisch erinnern. Die Polizei hat früher die Nationalität immer genannt, in jeder Pressemeldung. Und da fiel auf, dass der Ausländeranteil bei den Tatverdächtigen enorm viel höher ist als bei den Verurteilten. Warum? Weil unglaublich viele Menschen, die ausländisch ausgucken, und da reichte im Unglücksfall ein Schnauzbart, von der ersten Verdächtigung als Ausländer geführt werden, bis sich herausstellt, dass sie es gar nicht sind oder vor 18 Jahren eingebürgert wurden oder dass der Vorwurf zu Unrecht erhoben wurde. Und deswegen hat man gesagt, die Nationalität kommt bei der Gerichtsberichterstattung ja ohnehin. Da ist noch nie bei einer Verurteilung verschwiegen worden, welcher Nationalität der Verurteilte ist. Aber bei den Tatverdächtigungen hatte man gefürchtet, dass man Öl ins Feuer gießt, was sich dann nachträglich auch noch als falsch erweist. Aber wenn das ein nerviger Punkt ist, dann kann man wirklich drüber diskutieren. Wir fordern sonst überall Rasterfahndung, dass alle Bestandteile einer tatverdächtigen Person untersucht werden. Beim NSU-Prozess war ja gerade der Vorwurf, dass das nicht geschehen ist, die Erforschung möglicher Tatquellen, die zur Motivation beigetragen haben. Also das wäre ein Diskussionspunkt. Aber ich fand die alarmierendste Zeile heute, haben Sie vorgelesen. Und zwar bei diesem irren Brief an die Stiftung Warentest, dass wir alle Deutschen seit 70 Jahren verarscht, verhöhnt, belogen werden. Und da frage ich mich, was geht in einem Hirn vor, das sagt, die Verarschung der Deutschen, ihre Belügung fing vor 70 Jahren an. Wenn das kein nationalsozialistisches Statement ist, verstehe ich nicht, wie er auf 70 Jahre kommt. Er sagt nicht schon lange oder seit Jahren, er sagt seit 70 Jahren. Und so dasselbe Datum hatten viele, ja, nicht alle, Gott sei Dank, aber viele Vertriebenenverbände, das hatten viele alte Nazis, das hatten die Kritiker der Lizenzpresse, der Zeitungen der Alliierten. 1945 fing das Belügen des deutschen Volkes an. Und das ist der Kern, den ich sehr ernst nehme und auch nicht mehr mit anderen Fällen von Pressebeschimpfung gleichstellen kann. Da steckt ja wirklich die These dahinter. Bis 1945 hat der völkische Beobachter die Wahrheit gesagt, was der deutschen Unglück ist, nämlich das Judentum. Und seitdem wissen wir, dürfen es aber nicht sagen, die Ausländer, die Kanaken sind unser Unglück. Aber die Einheitsmedienlandschaft darf das nicht sagen. Das habe ich übrigens nicht in Hunderten, sondern in Tausenden Leserbriefen, allerdings in 21 Jahren, auf der anderen Seite des Platzes zu lesen bekommen. Ja. Meistens anonym, aber nur in 90% der Fälle. Das heißt, es gab Hunderte, wo Doktoren der Medizin oder pensionierte Rechtsanwälte tatsächlich mit korrekten Namen unterschrieben haben. Und das ist für mich der Kern der heutigen Lügenpresse, die ja nicht jetzt irgendwelche Fehlmeldungen oder schiefe Darstellungen kritisiert, sondern die behauptet, seit 70 Jahren wird das deutsche Volk von den demokratischen Medien in die Irre geführt. Vorher, sprich unter Hitler, war die Welt in Ordnung. Also das ist ganz sicher sehr alarmierend. Ich persönlich glaube allerdings, dass diese Breite der Kritik
die uns da trifft. Auch gerade in diesem Punkt, wir werden belogen oder die Presse verabredet sich und verschleiert absichtlich bestimmte Tatbestände über Flüchtlinge. Das können ja nicht nur ein paar versprengte Nazis sein. Das sind ja Millionen von Menschen, die so denken. Und sicherlich sind da welche darunter, Ewiggestrige. Aber ja, glauben Sie tatsächlich, dass das sozusagen ein neues Erstarken rechtsextremer oder autoritärer, diktatorischer Züge ist? Antidemokratisch. Eine Frage noch an Herrn Schmude, eine letzte, bevor Sie Ihren Stuhl räumen müssen. Wollte ich schon gerade anbieten. Ich sitze schon ziemlich lange da und der Abend ist ja nicht unendlich. Die Frage ist die, es gibt ja eine Breite, es gibt 4000 gedruckte Titel in Deutschland und zig Internet, ich glaube 18 Fernsehsender und es gibt darunter auch einige, die Flüchtlinge sozusagen aufgliedern nach Asylanten, nach abgelehnten Asylbewerbern, nach anderen. Gucken Sie nicht in Ihrer Kritik nur auf einen kleinen Ausschnitt der Medien? Gibt es nicht genügend Blätter, Junge Freiheit, weiß ich nicht, die das schreiben, was Sie denken? Ja, die Junge Freiheit sicherlich, aber die Junge Freiheit ist ja noch ein bisschen mit dem Nazi-Odium behaftet. Und da finden Sie sich dann auch nicht wieder? Ich finde mich in der Jungen Freiheit ab und zu wieder, aber nicht immer. Ja, also es ist ein bisschen arg eingleisig, Junge Freiheit, immer nur dieses Rechtskonservative und die Welt ist doch ein bisschen größer als immer nur die rechtskonservative Sichtweise. Also haben die Mainstream-Medien tatsächlich eine größere Breite insgesamt als jetzt ausgerechnet die Junge Freiheit. Und Sie wünschen sich, dass... Also die Junge Freiheit ist ein Nischenmedium und auch von diesen 4000 Medien, die Sie nannten, sind die meisten ja irgendwelche Nischenmedien und die muss man natürlich abziehen. Also ich meine natürlich schon die Hauptstrommedien und den Hauptstrommedien, also die gesamte Presselandschaft, die man in München zu lesen kriegt, und die großen Überregionalen, die sagen ausnahmslos Flüchtlinge zu jedem, der die deutschen Grenzen überquert und keinen deutschen Pass hat und sich eben dann in der Bayern-Kaserne meldet. Das dann ist schon möchte so, ich von journalistischer Seite das trotzdem nochmal sagen, es gibt trotzdem genügend Auswahl. Also die Kritik sozusagen, dass ein Teil der relevanten Presse bestimmte Meinungen oder bestimmte Sprachwünsche oder ein Sprachgebrauch nicht widerspiegelt, ist eine Kritik an einem Teil einer großen pluralistischen Medienlandschaft. Und das sollten wir uns vergegenwärtigen, dass wir da eine große, breite Vielfalt ja haben. Damit muss ich Sie jetzt aber leider erst nochmal zurückschicken. Und würde den Stuhl dann gerne freimachen. Also als Abschiedsappell vielleicht noch, vielleicht kann man sich ja doch mal überlegen, wenn man im Medienbusiness tätig ist, ob man viele Dinge nicht nur deswegen so schreibt, weil sie in Wirklichkeit so beschrieben werden müssen, sondern vielleicht auch deswegen so beschreibt, wie man es tut, weil man selbst Angehöriger einer gewissen Denkrichtung ist, vielleicht eines linken Mainstreams oder wie immer man das beschreiben will. Und dazu vielleicht zum Abschied noch den Spruch, ein Journalist macht sich nie mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Das heißt, selbst wenn man den linken Mainstream für gut befindet, muss man ihn vielleicht doch ab und zu gedanklich verlassen. Aber ich bedanke mich für die Chance, dabei zu sein. Das war so. Bitte? Okay, also dann. Dankeschön. Bühne frei für die Dame. Danke. Danke. Wer möchte auf den Stuhl? Vielleicht die Kollegin, die den Frauenanteil unterrepräsentiert fand? Auf Anhieb verdoppelt. Möchte sonst